Game 2. Hier könnte jetzt eine fantastische Moderation stattfinden. Ha, wenn wir eine hätten. Haben wir aber nicht. Die Themen. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ist das das Staffelfinale? Gut, dann wird jetzt die Beitragskuh noch mal so richtig gemolken. Oh yes! Los geht's mit Nioh. Das ist hier nicht etwa die Abkürzung für Nickelhydroxid, sondern der neue Titel von den Ninja-Gaiden-Machern. Wir schnallen uns also unsere Samurai-Rüstung um und häckseln uns mal durch die Geschichts- und Sagenwelt Japans. Nach diesem starken Aufschlag gehen wir nochmal zurück an die Grundlinie, zuppeln unser Röckchen zurecht und machen uns bereit für eine Partie Virtua Tennis. Gut lang her ist das Spiel, sagt ihr? Richtig, genau deswegen haben wir es auch für euch ausgegraben. Schmeißt den Tennisschläger danach ruhig wieder in die staubige Ecke und holt euer Schwert. Als nächstes kommen wir unserem Bildungsauftrag nach und zeigen euch ein Special zu Nahkampfsystemen. Als Finale feiern wir Geburtstag mit Double Dragon, schwelgen in Erinnerungen und werfen einen Blick auf den neuesten Ableger. Oh, und ob es mit Game 2 weitergeht, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Da sag ich noch nichts zu. Ihr wisst schon, Cliffhanger und so. Nothing is going to happen! Mein Gott, wird Game 2 weitergehen? Ich weiß es nicht. Es ist sehr, 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 sehr schwierig und kompliziert. Wir sind selbst noch nicht sicher. Vielleicht werden wir während dieser laufenden Sendung abgesetzt. Wir haben heute wenig Zeit zum Reden, deswegen lass uns reden, Etienne. Du hast gerade eben genuschelt in deinen sehr immer breiter werdenden Bart. Zu Double Dragon könntest du was erzählen. Nein, der Bart bleibt gleich, die Backen werden immer breiter. Du wächst in den Bart hinein. Ich wachse langsam in den Bart hinein. Ja, dazu erzähle ich später vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Mich. Tatsächlich eine Anekdote aus meiner Kindheit zum Thema Double Dragon. Aber Simon, wir haben heute so fantastische Themen. Ich bin mir sicher, wir sind nicht die Einzigen, die dazu was sagen wollen, oder? Ja, wir haben einen Anekdotenprofi hier. Er heißt Michael Krockmann und er zeigt euch jetzt Dinge, die er vorher nicht mit uns abgesprochen hat. Wir wissen nicht genau was. Niemand weiß. Irgendwas. Das könnte alles sein. Gucken wir mal. Alles Kogi. Kann passieren. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich bin auch da. Und wir reden heute über die fiesesten Bosse oder über knifflige Passagen in Videospielen. Und ihr habt uns ganz viel zugeschickt. Und ich habe einen kleinen Vorgeschmack. Den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Auf meinem Rechner. Zum Beispiel der Schuhsack. Ne? Der schreibt, Ludwig aus Bloodborne. Ich habe immer noch Albträume. Verdammtes Drecksvieh. Und ehrlich, wie es gleich weitergeht, könnt ihr sehr gespannt sein. Also bleibt dran. Und jetzt erstmal zurück zu euch. Bitte. Da sind wir wieder. Ich finde, hallo, das ist ja geil. Können wir das mal so? Oh. Ja, der hätte sich doch setzen können. Du musst doch nicht direkt abbauen. Ich setz mich. Komm, setz dich. Das geht nicht. So viel warten wir. Du bist ein falsches Sofa. Aber gut, okay. Ja. Oh das nein, er ist in mir drin. Er ist in dir. So fangen Filme an. Diese Körpertauschfilme immer. Ja. Lindsay Lohan und so. Ja, ja, ja. Ui, jetzt haben wir doch gleich schon wieder viel zu viel Zeit verdödelt, nehme ich an. Was kommt jetzt? Jetzt kommt, apropos schwere Spiele, jetzt kommt unser Beitrag zu Nioh. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ich habe es gerade runtergeladen, noch nicht gespielt. Ja, sehr gut. Es ist nämlich sozusagen ein Souls-Klon von den Ninja-Gaiden-Machern, von Team Ninja. Und ich habe selber auch schon sehr viel gespielt. Ich kann nur sagen, es ist sackschwer. Es ist sackschwer, aber es macht auch nochmal richtig viel Bock. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal unsere 50 Cents, sagt man das? Ja, naja, das sind sie jetzt. Die 50 jetzt. Cents zu Nioh. Kick! Harry! Schlag!
Technik müssen wir aber noch arbeiten. Versuch mal, die Axt beidhändig zu nehmen. Lass das alberne Geschrei. Jawohl, Meister Dark Souls! Bloodborne, mein Lieblingsschüler. Klasse Outfit, sehr gute Technik, aber Moment, Schusswaffe. Sowas brauchen wir hier nicht. Weg damit. Jawohl, Meister. Sword and Sanctuary. Jetzt lasse ich mich aber mal überraschen. Oh, Skyrim, was ist geschehen? Ich war zu schwach. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Wer hat dir das angetan, mein Schüler? Ich kenne seinen Namen nicht. Herr Walter, eine Nachricht an Sie selbst, Sensei. Er meinte, dass der Schüler zum Meister wird. Es war... Oh. Nio. In Nioh findet Dark Souls einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Da kann sich der König der Action-RPGs auf was gefasst machen. Dass sich die Samurai-Sause stark an der Souls-Reihe orientiert, ist ein offenes Geheimnis. Aber ist es mehr als eine gut gestriegelte Copycat? Wie von einem Action-Rollenspiel nicht anders zu erwarten, schickt ihr auch in Nioh die meiste Zeit diverses Gegnergelump auf die Bretter. Als Dank hagelt es Erfahrungspunkte. Nioh löst das nach guter alter Souls-Manier. Mit den kassierten Punkten, auch Amrita genannt, levelt ihr an Schreinen auf. Geht ihr aber davor drauf, verliert ihr sämtliche EP. Ihr habt dann nochmal die Chance, sie am Ort des Todes zurückzuholen. Krepiert ihr auf dem Weg dahin ein weiteres Mal, gehen sie komplett flöten. Mit der Zeit sammelt ihr auch Skillpunkte, die ihr in Waffenfertigkeiten, Ninjutsu oder Magie investieren könnt. Für Souls-Veteranen aber völlig neu in Nioh, euch steht zu jeder Zeit ein Schutzgeist zur Seite. Der dient euch als lebendige Waffe, macht kurzzeitig unverwundbar, verpasst euch Elementarschaden und verstärkt eure Angriffe. Neben Amrita verlieren die Gegner auch ordentlich Loot. Dabei werden euch in Nioh in hoher Frequenz Waffen, Rüstungen und Utensilien vor die Beinchen geworfen. Unterteilt sind sie in verschiedene Gütestufen, was die Suche nach dem besten Equipment zu einer sehr motivierenden Angelegenheit macht. Ein mächtiges Arsenal könnt ihr auch gut gebrauchen, denn am Ende eines Areals wartet ein brutaler Boss auf euch. Die haben es wirklich in sich und bleiben euch garantiert länger im Gedächtnis. Schon mit der Ninja Gaiden-Reihe hat Team Ninja bewiesen, dass ihre Spiele kein Zuckerschlecken sind. Und Nioh ist auch weit entfernt von Schmusekurs. Ihr werdet sterben. Oft. Sogar sehr oft. Auch der kleinste Zombie-Lakai holt euch auf den kalten, toten Boden der Realität zurück, solltet ihr ihn unterschätzen. Aber keine Angst, auch nach dem tausendsten Tod waren wir immer noch motiviert. Nioh ist bockschwer, aber nie unfair. Jeder Tod bringt neue Erkenntnis und schleift eure Skills auf dem Weg zum ultimativen Samurai-Meister. Der wohl wichtigste Punkt ist das Kampfsystem. Und das fühlt sich in Nioh unheimlich rund an. Im Mittelpunkt steht eure Ausdauer, genannt Ki. Jede Aktion, egal ob Ausweichschritt oder Schwerthieb, verbraucht Ki. Geht es euch aus, seid ihr kurz bewegungsunfähig bzw. tot. Die gute Nachricht, auch eure Gegner sind den Ki-Gesetzen unterworfen. Dadurch managt ihr nicht nur die eigene Ausdauer, sondern auch die eurer Gegner. Geschickte Manöver können euer Ki auch rasch wieder auffüllen. Und das macht die Kämpfe in Nioh recht temporeich. Die Frage aller Fragen in einem Hau-drauf-Spiel wie Nioh ist aber, welche Waffen ihr benutzen wollt. Im Arsenal befinden sich mehrere Nah- und Fernkampfwaffen, die ihr flott im Kampf wechseln könnt. Neben normalen und schweren Angriffen wählt ihr außerdem, wie ihr die Waffe führt. Während die niedrige Haltung für schnelle, aber schwache Angriffe bei geringem Ausdauerverbrauch sorgt, kostet die hohe mehr Ki und Zeit, haut dafür aber ordentlich rein. Diese Vielzahl an Optionen mag anfangs etwas überfordern, bietet euch aber nach einer kurzen Aufwärmphase spannende und vielseitige Kämpfe. Blind drauf losstürmen und wildes Geschnetzel gehen selten gut. Daher gilt, erstmal Abstand nehmen und die Angriffsmuster eurer Gegner verinnerlichen. Da kann der erste tatsächliche Schlagabtausch auch mal etwas länger auf sich warten lassen.
Das wurde ja auch Zeit. Neo, ich hatte befürchtet, dass dieser Tag kommen würde. Die gute Schüler fordert Meister heraus, Nummer wird auch nie alt. Ha! Du und Meister! Es wird Zeit, dass ein wahrer Krieger diesen Titel trägt. Mach dich bereit! Die Story um William Adams ist nichts Weltbewegendes. Weil sein geliebter Schutzgeist von einem tätowierten Glatzkopf gestohlen wurde, verfolgt er ihn bis nach Japan. Dort angekommen sammelt der Engländer fleißig Freunde und jagt mit deren Hilfe den düsteren Dieb. Leider verläuft sich die Geschichte an einigen Stellen und wirre Erzählstränge sind keine Seltenheit. Aber auch wenn die Handlung nicht Neos größte Stärke ist, hat sie trotzdem ihre Schokoladenseiten. Nicht nur Protagonist William basiert auf einer historischen Figur, auch viele andere im Spiel vorkommende Charaktere. Und auch die Dämonen und Geister entspringen direkt japanischer Folklore. Neben harten Gegnerschellen gibt es also auch etwas japanische Kultur um die Ohren. Du hast nicht das Recht, einen Schlüpfer über deinem Gesicht zu tragen. Mit etwa 60 Stunden hat Neo einen wirklich saftigen Umfang. Zusätzlich wollen zahlreiche Nebenmissionen, die mit kostbarem Loot locken, an eure Freizeit. Ihr könnt euch aber auch an den noch knackigeren Zwielichtmissionen versuchen, welche mit noch wertvolleren Schätzen locken. Seid ihr mit eurem Loot immer noch nicht zufrieden? No! No! Dann stattet doch mal der Schmiedin einen Besuch ab. Die nette Dame verpasst euren Rüstungen nicht nur bessere Werte, sondern kann auch das Aussehen auf andere Ausrüstung übertragen. Eine tolle Sache, könnt ihr doch so auch modisch einen bleibenden Eindruck auf dem Schlachtfeld hinterlassen. Schließlich muss bei all dieser unschönen Brutalität etwas Ästhetik und Eleganz bewahrt werden. Wir sind uns vollkommen ebenbürtig. Es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, rauszufinden, wer der Stärkere ist. Ich habe eine super Idee. Walk off! Zu meiner Geheimwaffe greifen. Chamäleonzauber. Aua! Ah! Komm zurück! Ist doch nicht vorbei hier! Hey! Hier! Ja, Neo muss sich viele Vergleiche zu den Souls-Spielen gefallen lassen. Doch das Action-RPG schafft es, sich als eigenständiges Spiel zu behaupten. Okay, ein bisschen meckern können wir auch. Die Grafik ist zwar ganz schick, aber auch nicht wirklich atemberaubend. Genauso gewinnt die teils triste und repetitive Level-Optik keinen Preis. Gut, der Multiplayer-Teil hätte auch etwas mehr Feintuning vertragen. Nur bereits abgeschlossene Missionen können im Koop bestritten werden und ein PvP-Modus wird auch erst irgendwann nachgeliefert. Aber hey, diese Mängel nehmen wir gerne in Kauf, denn das Gesamtpaket ist einfach stimmig. Das großartige Kampfsystem und der knallharte, aber motivierende Schwierigkeitsgrad machen Neo zu einem echten Erlebnis. Einen festen Platz in unseren Herzen hat sich die Fernostfehde damit verdient erschnitzelt. Wow, man weiß gar nicht, sitze ich gerade auf Colin? Ist er vielleicht noch verzaubert? Ja. Oder ist es nur ein normaler Stuhl? Wir haben ihn so gelassen. Also wir haben da nichts mehr geändert. Okay. Wir haben ihn zurückgeholt. Oder ja, ich habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Wir brauchten Stühle. Ja. Wir haben immer zu wenig Stühle. Sehr schöner Beitrag zum Thema Neo. Kann ich nur sagen, absolut fantastisches Spiel. Ich muss sagen, so rein von der Atmosphäre her,
bevorzuge ich immer noch die Souls-Spiele. Ich mag dieses düstere Ico, Team Ico-mäßige, verlassene, gotische. Gefällt mir persönlich noch ein bisschen mehr als diese japanische Mythologie um Samurais und so. Aber vom Spielerischen her und vom Suchtfaktor ist Nioh schon echt krass. Ich bin sehr gespannt, wenn du jetzt damit anfängst, was du sagst. Ja, also ich habe jetzt zum ersten Mal überhaupt was von Nioh gesehen. Ne? Also ich bin wirklich, nachdem du gesagt hast, es ist so scheiße schwer und schwerer als Dark Souls, dachte ich so, okay, ist halt nicht mein Spiel. Ja, man muss also Download abbrechen. Aber guck mal, wenn du, ich sag mal so, wenn du bei Micro Machines vom Tisch fällst, nur mal angenommen, dir passiert sowas nicht, aber es soll Leute gegeben haben, denen was passiert ist, und du respawnst wieder und fährst weiter, dann ärgerst du dich ja auch nur eine Sekunde und dann fährst du aber weiter und du willst die Strecke mastern. Und so ist es auch bei den Souls-Spielen und bei Nioh. Du stirbst, aber es ist eigentlich nur ein Resetten. Du bist neu da in einer stärkeren Form. Ach, wunderschön. Es ist ein Ausatmen, ein Einatmen, es ist ein ständiger Nahkampf, es ist bewaffnetes Tanzen. Und zu diesem Thema haben wir ein kleines Special uns ausgedacht. Und da geht es um genau das. Es geht um Persönlichkeit im Kämpfen, um Kuscheln und gleichzeitig sich abstechen. Es geht um Nahkampf in Videospielen, was wir davon halten und was wir in Zukunft erwarten. Bitteschön. Sie verstärken verlässlich jedes Argument, versetzen allein durch den Klang ihres Namens ganze Armeen in Ehrfurcht und sehen einfach saucool aus. Egal ob Axt, Schwert oder Lanze, von Nahkampfwaffen aller Art geht eine starke Faszination aus. Kein Wunder also, dass der Kampf mit der Klinge seit jeher fester Bestandteil der Videospielwelt ist. Ja, wir stehen halt drauf, wenn es wieder mal so richtig kräftig rumst. Verlangten frühe Genrevertreter wie Barbarian noch eine Menge Vorstellungskraft vom Spieler, hat sich der Kampf mit der Klinge zu einem der optisch imposantesten und spielerisch abwechslungsreichsten Vertreter im Spieleregal gemausert. Im Bezeichnungs- und Genre-Dschungel den Überblick zu behalten, ist da gar nicht so einfach. Einige Perlen sind uns auf dem Weg zur heutigen Vielfalt aber doch bestens in Erinnerung geblieben. Ich war sehr begeistert und erinnere mich an Jedi Knight. Ich weiß nicht, welcher Teil das war, aber in einem, da konntest du dein Laserschwert auch richtig werfen, das kam dann zurück, du konntest blocken, es gab Duelle. Das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zumindest meine persönliche Erfahrung, das erste Spiel, wo mir Schwertkampf richtig realistisch aufgefallen ist. Ich gehe jetzt von diesen High-Character-Action-Games aus. Da ist das erste für mich eigentlich Devil May Cry für die PS2, weil das war das erste, wo wirklich Schwertkampf und schnelle Moves und Ausweichbewegungen im Fokus standen. Sag mal, schmeißen die da gerade etwa Jedi Knight 2 und Devil May Cry in einen Topf? Das sind doch komplett unterschiedliche Spiele. Skandal! Ja, allein aufgrund oberflächlicher Parallelen, wie der Perspektive Vergleiche anzustellen, wird bei genauerer Betrachtung schnell für Probleme sorgen. So unterscheiden sich Schnetzelspiele aller Art eben nicht nur durch offensichtliche Differenzen, wie zum Beispiel der Kameraperspektive oder dem Setting, sondern auch durch die vielen Details, die in Kombination letztlich den Kern des Spielgefühls ausmachen. Ich würde es sehen wie bei Rennspielen. Da gibt es Arcade Racer, die sind eher auf Tempo ausgelegt und sind nicht so realistisch. Rennsimulationen sind dann wieder mehr auf Realismus ausgelegt und da wird viel mehr die Physik auch berücksichtigt. Und so würde ich es auch bei Kampfspielen sehen. Die einen sind ein bisschen actionorientierter, schneller und dann gibt es wieder welche, die sind auch mehr auf Realismus ausgelegt. Die Charaktere sind ein bisschen behäbiger und es ist alles ein bisschen nachvollziehbar. Möchte ein Kampfsystem überzeugen, muss es sich zuerst die Frage nach seiner eigenen Identität stellen. Who am I? Hier gilt es, grundsätzliche Weichen zu stellen, nimmt schon allein die Perspektive maßgeblich Einfluss auf alle Mechaniken, die im Schwertkampf zum Tragen kommen. Zieht uns die First Person stärker in ihre Welt, beschneidet aber die Möglichkeit, die Umgebung im Blick zu behalten, bietet die Third Person auf Kosten der Immersion die Chance, Kämpfe actionreicher und schneller gestalten zu können. Die richtige Wahl ergibt sich, wie so oft, aus der Ausrichtung des Spiels. Wenn du in der First Person bist, ist es ein bisschen realistischer, weil du normalerweise die Welt aus deinen Augen siehst, aus der ersten Person. Die dritte Person ist nicht unbedingt realistisch und du siehst deinen Gegner von hinten kommen und kannst darauf reagieren. Deswegen wird es ja die Third Person auch meist dann in einem Action-Adventure verwendet. Das Wort Action ist gleich mit drin. First Person sind dann häufig die Rollenspiele in RPGs, in die du dich in deinen Charakter reinversetzt und da passt das. Wie es richtig gehen kann, zeigen Titel wie zum Beispiel Bayonetta oder die oft für ihr Kampfsystem gelobte Souls-Reihe. Warte,
Hat er uns nicht eben noch was von Vergleichbarkeit erzählt und kommt jetzt mit Bayonetta und Dark Souls? Ja! So unterschiedlich diese Spiele in Kampfgeschwindigkeit und Darstellung auch sein mögen, so sehr konzentrieren sie sich gleichermaßen auf ganz elementare Dinge, die in fast allen Kampfsystemen für langfristigen Spaß beim Schnetzeln sorgen. Um dich lange bei Laune zu halten, muss natürlich irgendwie Abwechslung da sein. Das Problem von Skyrim und ähnlichen Spielen war ja, dass du tatsächlich in Level 1 dein Angriff so war und mit Level 50 dein Angriff immer noch so war. Muss natürlich dann irgendwie eine gewisse Palette an neuen Angriffen kommen. Das machen ja viele Spieler auch. Du steigst immer im Level auf, lernst neue Dinge, das hält dich bei Stange. Ich will auf die Probe gestellt werden, ich will schnell reagieren müssen. Aber es muss auch fair sein und das wird meistens meiner Meinung nach dadurch erreicht, dass die Gegner ihre Angriffe telegrafieren, dass sie erst mal schreien, bevor sie schlagen und dann kannst du dich darauf einstellen, ah, es kommt ein Schlag und du weißt gleich, wie du darauf reagieren musst. Das ist dann so ein Ping-Pong-Spiel. Es muss lesbar sein und nachvollziehbar sein, dass du quasi fast wie in einem Rhythmusspiel, dass sich da so ein Flow einstellt. Als Paradebeispiel für genau diesen Mix aus Fairness dem Spieler gegenüber und Herausforderung wird die Souls-Reihe meist an erster Stelle geführt. Die zieht ihre Faszination nicht nur aus einem unheimlich süchtig machenden Belohnungsgefühl im Erfolg, sondern auch durch die Fähigkeit, dem Spieler seine Fehler klar und deutlich aufzuzeigen. Wrong, wrong, wrong. You're wrong. So bekommt er stets die Chance, es beim nächsten Mal besser machen zu können und das Gefühl von Unfairness wird vermieden. Meistens jedenfalls. Nein! Dreimal! Sauerstoff über andere! Sauerstoff! Vermittelt uns ein Kampfsystem zusätzlich noch das Gefühl, wirklich mit schweren Waffen zu agieren, hat es schon verdammt viel richtig gemacht. Sind wir doch mal ganz ehrlich, nur wenige Dinge sind abtörender, als den Eindruck vermittelt zu bekommen, mit einem laschen Gummiknüppel auf Feinde einzudreschen. Da kommt das Stichwort Trefferfeedback. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du mit einem Schwert schlägst, und da verzweifeln viele Spieleentwickler, ist es das Wichtigste, dass der Moment des Impacts, also dann, wenn du den Gegner triffst, sich auf irgendeine Art und Weise richtig crunchy anfühlt. Dass wenn du in diesen Schwertkampfspielen gegen Gegner kämpfst, dann will ich auch, dass diese scharfe Waffe ihren Vorteil ausspielt und den Gegner langsam in kleine Teile zerteilt. Hört sich krank an, aber ich stehe dazu. Ja, ein mächtiges Schwert kann schon verdammt cool sein, bringt im realen Leben aber auch eine ganze Reihe lästiger Nachteile mit sich. Es ist schwer, das Kämpfen wird unglaublich anstrengend und es erfordert Jahre des Trainings. Entgegen des Hollywood-reifen Bildes eines agilen Helden, der Gegnermassen mit eleganter Klinge niedermäht, war und ist realistischer Schwertkampf in den meisten Fällen nämlich vor allem eins: verdammt anstrengend und rein visuell nur wenig spektakulär. Stellt sich zwangsweise die Frage, ob wir Spieler wirklich authentisches Klingenschwingen in Spielen überhaupt wollen. Und erinnerst du dich daran, als du das erste Mal die Wiimote in der Hand hattest und noch dachtest, ey Mann, Zelda, ich bin jetzt richtig drin und ich bin der coole Typ mit dem Schwert. Aber so nach 2-3 Stunden ist es bei den Menschen wirklich so gewesen, dass diese Euphorie dann langsam nachlässt und merkt, man will den Schwertkampf gar nicht so schwierig haben, weil es ist verdammt anstrengend, mit dem Schwert zu kämpfen. Eine Herausforderung ist es allemal. Über frischen Wind auf dem Markt der Schwert- und Axtkampfspiele freuen wir uns jedoch in jedem Fall. Mit Titeln wie Kingdom Come Deliverance, For Honor oder Mordo bietet der Markt realistischerer Kampfsysteme vielversprechende Kandidaten. Die Gefahr, aufgrund des fordernden Ansatzes mitsamt der spitzen Zielgruppe in der Nische zu verschwinden, besteht jedoch in jedem Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn es gut umgesetzt ist, richtig geil ist. Und erste Erfolge sehen wir ja bei For Honor, weil da wurde ja schon geguckt, wie man auch Schläge wirklich pariert. Also meistens ist es ja so, man drückt den Blockknopf und ein Schlag wird geblockt und For Honor geht einen Schritt weiter und er soll sie da blocken, wo sie halt angesetzt werden. Unten, links, rechts, oben. Egal ob realistischer Ansatz oder schnelles Actiongekloppe, um uns dauerhaft begeistern zu können, müssen Kampfsysteme zuallererst selbst wissen, wofür sie eigentlich stehen wollen. Ist diese Grundvoraussetzung einmal gegeben, fügen sich viele kleine Teile wie Lernkurve, ein wuchtiges Feedbacksystem und faires, aber forderndes Gegnerverhalten zu einem im besten Fall schlüssigen Gesamtbild zusammen. Eine allgemeingültige Formel für den besten Schwertkampf in Videospielen gibt es mit Sicherheit nicht. Die einzelnen Zutaten kennen wir aber schon seit die ersten Klingen die Spieleschmieden verlassen haben. Eines ist auffällig, das Schwert ist sowas wie die neue Faust. Früher in den 80ern, Mitte der 80er, da gab es Prügelspiele ohne Ende. Da wurde auch in Filmen, wurde noch mehr, da wurde nicht geschossen, da wurde sich noch ordentlich amtlich aufs Maul gegeben. Bud Spencer und Co. haben das Ganze dann fortgeführt. Und irgendwann kamen die Waffen dazu. Und dann wird es unfair, meiner Ansicht nach. Ich bin für guten alten klassischen Faustkampf. Faust auf Faust. Faust.
Bam, beide direkt Krüppel. Ja, keiner wird Autor. Ich glaube, es ist einfach schwieriger mit Waffen, weil die halt nochmal eine Extension sind, die noch viel mehr Wege und so weiter. Die Faust, keine Ahnung. Aber es wird auch immer komplexer. Tatsächlich mit For Honor wird jetzt dieses Dreideckungssystem. Neo hat sowas Ähnliches. Und stell dir vor, in 10 Jahren nach dem Siegeszug von VR, hast du dann wirklich, dann musst du wirklich lernen, wie Schwertkampf funktioniert. Sonst hast du keine Chance. Aber dann ist es vielleicht auch schon wieder einfacher zu reagieren, weil es irgendwie intuitiver ist. Weil die ganzen Lappen das nicht können, die echt kein Schwert haben, nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Wir sind ausgebildete Schwertkämpfer. Apropos Faustkampf und apropos Nahkampf, wir haben heute eine sehr backenfuttrige Sendung, kann man sagen. Heute geht es hier weniger friedlich zu. Weißt du, welches Spiel Geburtstag feiert 2017? Double Dragon. Verdammt, wo hast du das gewusst? War so eine schwere Frage. Kaum einer weiß das. Du kennst dich einfach aus. Double Dragon wird 2017 30 und zu diesem Jubiläum erscheint tatsächlich Double Dragon 4. Der ist nie erschienen, richtig, der Teil. Erscheint jetzt als Download-Titel. Und das war natürlich Grund genug für uns, dieser fantastischen Beat-em-Rap-Up-Reihe, Beat-em-Rap-Reihe, die so viele andere Spiele beeinflusst hat, einen ganz besonderen Beitrag zu widmen. Bitteschön. Es gibt wohl kaum ein Franchise, was die 80er Jahre so gut einfängt wie Double Dragon. Merkwürdige Frisuren, knallige Klamotten und eine kompromisslose Inszenierung. Double Dragon gilt in westlichen Gefilden als Urvater des Side-Scrolling-Beat'em-Ups. Verantwortlich dafür zeichnet ein Mann namens Yoshihisa Kishimoto. Der bekennende Bruce Lee-Fan feierte in Japan bereits mit dem ersten Teil der Kunio-kun-Serie Erfolg. Um international erfolgreich zu sein, gab Entwickler Tecmos ein Sequel in Auftrag, das sich grafisch mehr an westlichen Actionfilmen orientierte. Das Highschool-Setting wich einer zwielichtigen Stadt und aus dem japanischen Schüler wurden 2 muskelbepackte Fukuhila-Träger. Jetzt musste nur noch ein cooler Name her. Warner Brothers presents Enter the Dragon, where the world's greatest martial arts athletes meet the ultimate challenge. Was ist cooler als ein Dragon? Richtig, Double Dragon. Neben dem Kampfsystem setzte auch die cineastische Inszenierung neue Maßstäbe. Es gab sogar eine Eröffnungssequenz und eine Story, die sich vor Action-Blockbustern wie City Cobra oder Phantom Kommando nicht verstecken braucht. Manchmal braucht es keine Worte. Der Typ hat ein Girl geklaut, also gibt's aufs Maul. Simpel und eingängig. Genau wie das Spielprinzip. In 4 Leveln kloppt man 7 verschiedene Gegnertypen mit allerhand Schlägen, Tritten und Würfen die Rübe weich. Das Feature schlechthin war der 2-Spieler-Koop-Modus, der mal ganz nebenbei auch die Einnahmen am Arcade-Automaten verdoppelte. Für mich zum Schotter! Der Kniff? Nach dem letzten Endboss trat man gegen seinen Koop-Partner in einem Kampf bis aufs Blut an. Der Gewinner durfte die Lady retten. Genial! Das Spiel kam so gut an, dass es auch auf so ziemlich jede Konsole portiert wurde, die es gab. Und das waren damals viele. Am bekanntesten sind die Umsetzung für das Master System und die Version für das NES. Die Fassung für Segas Konsolchen stammt übrigens von Arc System Works, aber zu denen kommen wir später noch. Im Gegensatz dazu hatte die NES-Fassung mit der Vorlage ziemlich wenig zu tun. Es gab keinen Koop-Modus, Moves wurden durch rollenspielartiges Aufleveln freigeschaltet und in späteren Levels gab es vermehrt Sprungpassagen, die eher an ein Jump'n'Run erinnerten. Da machte es Double Dragon 2 besser. Erst als reines Update für Teil 1 geplant, wurde es dann doch ein eigenständiges Spiel, verbessert an allen Ecken und Kanten. In erster Instanz wurde bei der Story noch eine Ecke Dramatik draufgepackt. Bitte.
wird richtig Neben ein paar neuen Moves wie dem Hurricane Kick und einer Anpassung der Steuerung bekam vor allem die Grafik ein Update. Und sogar auf dem NES konnte man nun gemeinsam spielen. Die PC-Engine-Portierung ging noch einen Schritt weiter und führte animierte Cutscenes ein. Selbst wenn die Änderungen nur marginal waren, Double Dragon 2 machte vieles richtig und gilt bei vielen als Zenit der Serie. Danach ging es nämlich erstmal rapide bergab. Double Dragon 3 – The Rosetta Stone. Entwickler Tecmos hatte viel um die Ohren und gab das Projekt an East Technology ab, die ihrer Kreativität freien Lauf ließen und der Double Dragon Formel einige neue Variablen verpassten. Leute, wir können nicht aufhören. Teil 1 und 2 waren mega erfolgreich. Wir brauchen was Neues, wir brauchen was Geiles. Helft mir, komm, komm! Internet! Nein, ein fernes Land. Hey Jimmy, lass uns unsere Kampfkunst verbessern. Ja, auf jeden Fall, eine gute Idee. Hey, warte, wer ist das denn? Ihr müsst nach Ägypten. Dort müsst ihr die 3 Rosetta-Steine finden. Sie hat Rosette gesagt. Oscar Reif. Heilige Steine? Ägypten? Man kann's auch übertreiben. Noch mieser als die Story war der Ingame-Shop, in dem man gegen echtes Geld neue Moves kaufen konnte. What would you like? You only need one coin. The fighting guy. Thank you. Keine Ingame-Währung. Nein, echtes Geld, was man in den Arcade-Automaten wirft. Und Micropayments waren damals schon scheiße. Bullshit! That's my money! No! Am schlimmsten traf es aber das NES. Hier fing das Grauen schon im Titelbildschirm an. Bimmy und Jimmy, der legendäre Schreibfehler. Naja. Und über den Rest brauchen wir gar nicht reden. Leider wurde es danach nur bedingt besser. Super Double Dragon auf dem SNES war der erste Teil ohne Arcade-Vorlage. Die schicke Grafik täuschte kaum darüber hinweg, dass das Spiel aufgrund von Zeitmangel schlichtweg unfertig war. Für Qualität war keine Zeit. Es musste Geld verdient werden. To be a dragon, you gotta be strong. Tongue will never braggin. Mittlerweile war Double Dragon über den Status eines reinen Videogame-Franchise hinausgewachsen. Mit Actionfiguren, einer Cartoon-Serie und sogar einem Film wurde die Marke standesgemäß ausgeschlachtet. Die Spiele wurden der Legende aber bei weitem nicht mehr gerecht. In The Revenge of Billy Lee hatte man auf einmal eine Waffe und das Crossover mit Battletoads hatte noch weniger mit dem Original zu tun. Double Dragon 5 und Double Dragon auf dem Neo Geo ließen das Spielprinzip der Vorgänger dann gleich ganz links liegen und machten lieber einen auf Street Fighter. Jimmy, win! Awesome! Der einzige Lichtblick kam erst 2012 mit der Neuinterpretation Double Dragon Neon, das die Serie gekonnt in ein neues Gewand steckte. Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils soll nun ein würdiger Nachfolger da ansetzen, wo Double Dragon 2 damals aufhörte. Die Geburtstagsparty schmeißt übrigens Entwickler Arc System Works. Ihr erinnert euch? Die von der Master System Version des ersten Teils. Aber bevor ihr die Korken knallen lasst, seid gewarnt. So richtig was zu feiern gibt's beim nach offizieller Zählweise vierten Teil eigentlich nicht. Oh man, not this again. Selbst das ordentliche Aufgebot an Moves und Waffen kann nicht verschleiern, dass Double Dragon 4 unterm Strich nur ziemlich dröges Gedresche bietet. Das Leveldesign wirkt uninspiriert und vollkommen überraschungsarm. Gleiches gilt für die Gegner. Sorry, aber wild gewordene Gegnermassen, die uns chancenlos als Punching-Ping-Pong-Ball missbrauchen oder sperrige Sprungpassagen waren damals schon scheiße und machen auch 3 Dekaden später schlichtweg keinen Spaß. Unterm Strich ist Double Dragon 4 also mehr schäbiges Pixel-Entlein, denn strahlender Retro-Schwan geworden und dem Serienjubiläum schlicht unwürdig. Da haben wir selbst für scheinbar günstige 7 Euro Eintritt schon geilere Partys gefeiert. Den geht's zu gut da. Bei der Game 2 Redaktion. Ständig feiern die Partys und saufen und huren rum. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ich glaube, die brauchen mal eine ordentliche Schelle. Oder sollen uns zumindest mal einladen. Oder uns mitnehmen.
dann können wir über alles sprechen. Ja, Double Dragon 4 jetzt als kleine Überraschung für alle Double Dragon-Fans, 30 Jahre Double Dragon. Hatte ich 30 Jahre lang nicht mehr auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen. Double Dragon. Ja, das Lustige ist, ich habe ja wirklich eine Story zu Double Dragon, ne? Weil das Ding ist, das kam, Double Dragon 1 als Automat kam wirklich raus, als ich gerade in der Grundschule war und auf dem Weg zu meinem Hort ist man an so einem Imbiss vorbeigekommen und der hatte den Double Dragon-Automaten. Ja. Und wenn ich es mal einmal in der Woche durch Glück irgendwie einen Euro hatte, ein Mackstück, ja, habe ich den da reingeschmissen und Double Dragon gespielt, weshalb ich immer zu spät in den Hort gekommen bin und immer Ärger gekriegt habe und es trotzdem immer wieder gemacht habe und habe Double Dragon am Automaten gespielt. Und es war das Highlight. Das war das absolute Highlight meines Schultags. Ich konnte nicht abwarten, bis die Schule zu Ende ist, damit ich wieder am Double Dragon-Automaten für eine Mark ungefähr 2 Minuten spielen konnte. Dann war nämlich auch schon wieder Feierabend. Ey, es klingt super. Ich habe es leider nie gespielt. Ich war ein Streets of Rage Guy. Da war es ein bisschen härter. Das war, viel später. Das war dann die 90er. Ja. Da haben die Leute Lederjacken getragen und da gab es mehr Farben, bessere Musik und so. Hier Yuzo Koshiro oder so. Yuzo heißt der wirklich so geil? Das, weißt du, ja, der Soundmensch. Das wissen wir noch, ne? Die Sachen aus den 90ern, da kennen wir uns noch aus. Da kennen wir uns, da sind wir zu Hause. Ja, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Nicht auf Double Dragon, sondern auf Streets of Rage. Jetzt wird aber weiter geprügelt. Und zwar mit. Ja, mir wurde gesagt, ich soll in diese Kamera gucken. Ich warte. Der Moderator wartet auf Sie. Sind Sie jetzt fertig? Wollen wir noch die Schärfe einstellen? Gut, hör auf. Ja, und jetzt wird weitergeprügelt und zwar mit Schlägern auf hilflose Tennisbälle in unserer Lieblingsrubrik ausgegraben. Das ist aber nicht korrekt, denn vorher gehen wir noch. Oh mein Gott, deswegen war doch alle so verwirrt eben, gell? Hat es wieder verkackt, der Simon. Verdammt, Simon, da haben wir doch drüber gesprochen. Wir gucken vorher noch mal beim Krogi rein in ein sehr seltsames Setting. Ich bin gespannt. Was genau? Was kann ich denn nur sein? Was sind denn eure Endworte? Was ist denn die kniffligste Spielepassage? Ich weiß es nicht. Was ist denn die kniffligste Spielepassage? Weißt du es? Naja, ihr habt mir viel geschickt, gehen wir auf meinen Rechner und schauen mal rein. Zum Beispiel schreibt Shui hier: Psycho Mantis aus Metal Gear Solid 1. Jetzt muss man natürlich wissen, warum es so knifflig war. Das schauen wir uns gleich mal an. Und die Lösung, wie man es denn auch schaffen kann, bietet gleich schon Irish Roy. Und er sagt nämlich: Ey, du musst den Controller umstecken. Und ehrlich, Leute, schauen wir uns doch mal an, wie dieser Kampf abgelaufen ist damals. Du hast gegen Psycho Mantis gekämpft und du hast gedacht, Mensch, der hat hellseherische Fähigkeiten, du kannst gar nicht gewinnen, du kannst es nie schaffen und alle waren abgefuckt. Eine ganze Generation war abgefuckt, bis man dann geschnallt hat, ich stecke den Controller um und dann steht er nämlich auch nicht gleich Game Over und ich kann es auch schaffen. Interessant. Aber es gibt eine andere Spielepassagen, die viel abgefahrener sind. Zum Beispiel schreibt der Dörpen MacDurp: Battletoads, Battle Maniacs auf dem Super Nintendo. Ich habe dieses Level bis heute nicht geschafft. Und ehrlich, lieber Derpy, wir schaffen das auch nicht. Guck mal rein hier bei uns. Das riecht nach Essen, ne? Verbrannt, habe ich auch gerade gedacht. Sehr gut. Da kann man auch mal ausrasten in dem Spiel. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weiter geht's hier mit Nightingale 85. Der Drecks-Quickman-Level aus Mega Man 2. Die Stelle mit den Energiestrahlen wurde von Satan persönlich entwickelt. Ist das wahr? Das Beweisvideo folgt jetzt. Schöne Musik, aber auch viel Frust, natürlich. Und jetzt der letzte Part. Der fiese Fettsack schreibt: Die fucking Bogenschützen in Anor Londo aus Dark Souls 1. Hab leider kein gutes Compilation-Fail-Video am Start, aber es hat Stunden gedauert und war einfach nur unfair schwer. Ich liebe es. Und haben wir nicht ein kleines Video am Start? Schauen wir mal bitte. Oh, das sieht ja richtig Spaß aus. Ey, das gibt's doch nicht! Fuck. Sehr gut. Und jetzt will ich auch mal einen Punkt machen hier, weil mein Endgegner ist immer noch der Balken und ich kann es schaffen. Und damit habe ich gewonnen. Und Ede, fühlst du dich jetzt auch besser? Das ist die große Frage. Also, zurück zu euch, Freunde. Mein Gott, ganz schön creepy am Ende, ne? Denkst du, Return of Pong. Ja, ich jetzt wird abgerechnet. Übrigens, mein persönlicher Frustmoment, der mich für alle Zeiten geprägt hat, war Metroid 1, der Kampf gegen Mother Brain am Ende.
unfassbar scheiße. Unfassbar scheiße mit Säurebecken, kleine Sachen fliegen. Du musst hochspringen in so ein kleines Fenster, Raketen reinschießen. Ich fand das sehr, sehr hart. Das sah aber schon, was man gesehen hat, weil das sah schon aus wie so dieser Papa-Move. Wenn da die Schuhe oder der Gürtel ausgezogen werden, dann weißt du, jetzt ist aber wirklich jetzt der Kiste. Ich hab mir auch die Schuhe ausgezogen. Ja, sprichwörtlich. Dark Souls 1 ist ein Spiel, was ich nie spielen werde, nach dem, was ich gerade gesehen habe. Allein das hat mir schon gereicht. Mhm. So, ja, habe ich ein bisschen gerade, habe ich beinahe den Ping of Pong übersehen. Jetzt aber geht's wirklich los, nämlich mit unserer Lieblingsrubrik Ausgegraben. Und da geht es um Schläger, die unschuldige Bälle drangsalieren. Guckt's euch an. Schockierend. Ich möchte euch heute von Virtua Tennis 1 berichten. Das Spiel kam 1999 für die Spielhallen raus und später dann auch für Dreamcast und PC. Virtua Tennis 1 ist das beste Tennisspiel überhaupt, neben Virtua Tennis 2, 3 und 4. Warum das Spiel so geil ist? Allein schon wegen des Soundtracks. Breitbeinige Gitarren, unbarmherzige Orgeln und männliche Drums. Die Figuren waren so männlich wie die Mucke. Die Tennisrecken rund um Kafelnikow und Haas hatten alle Schultern wie Zuchtbullen und spielten sich auch so. Die Unterschiede zwischen den Spielern waren entsprechend subtil. Kann doll an der Grundlinie hauen, kann doll am Netz hauen, kann alles doll hauen. Das waren keine Sportler, sondern Krieger. Und dieses Tennis-Schlachtfest hatte eine Grafik zum Niederknien. Allein die Klatschanimation des Publikums war 1999 eine echte Revolution. Auch die Spielmodi waren so richtig geil schlicht. Arcade-Modus, besiege 5 Gegner. Exhibition, Einzel-, Doppel- oder Mehrspieler-Matches. World Circuit, okay, der war vielleicht ein bisschen scheiße. Aber bei Tennisspielen geht's ja ums Gameplay. Und das war einfach Hammer. Es gab genau einen Knopf zum Schlagen. Wie viel? 2, 3, 4, 1. Nochmal, einen. Und das ging nicht auf Kosten der Spieltiefe. Im Gegenteil. Crossbälle, Stops, Passierschläge, Schmetterbälle. Alles war möglich mit einem Knopf. Je früher man diesen Knopf gedrückt hielt, desto mehr Fuffe war im Schlag. Irgendwie kam es mir damals sogar so vor, als müsse man den Knopf besonders doll drücken, wenn man gewinnen will. Lob 15. Sag mal, bist du dumm oder so? Du kannst nicht mal einen Lob? Okay, ja, es gab doch noch einen anderen Knopf für Lobs. Aber Lobs sind für Pussys. Ich hatte nun mal das heilige Prinzip des reinen Schlagens verinnerlicht wie kein anderer. Ich weiß noch genau, wie mich der Kumpel eines Kumpels damals im Jahr 2005 herausgefordert hat, weil er von mir gehört hatte. Ich hab von dir gehört. Ich fordere dich heraus. Vergiss es, das schaffst du nie. 3 Tage dauerte das blutige Gefecht, bis ich ihn unter allergrößter Anstrengung in den Staub geschmettert hatte, wie damals Gandalf den Balrog. Nicht vorbei! Und deshalb haben mich Mehrspieler-Matches in Virtua Tennis noch jahrelang verfolgt. Es gab natürlich jede Menge andere Tennisspiele, wie die Topspin-Reihe. Aber bei der gab es echt viel zu viele Knöpfe für meinen Geschmack. Oder auch Mario Tennis. Müssen wir nicht drüber reden. Mein Fazit, Virtua Tennis ist immer noch das beste Tennisspiel überhaupt. Und ich bin der beste Tennisspieler. Probiert's doch mal aus und fordert mich heraus, hä? Tischtennis. Egal. Die Sendung ist fast schon wieder rum. Da bleibt nur noch das Wichtigste überhaupt von jeder Folge Game 2, der kommende Woche, würde ich sagen. Krogi, was hast du für uns vorbereitet? Liebe Leute, wir brauchen jetzt bei 12 Folgen den Kommentar der Staffel und nicht der Woche. Den holen wir uns jetzt los. Ein Kommentar so rein und gut, dass er die gesamte Staffel beschreiben könnte. Clara hat alles, was ich von einer Frau will. Also, dass sie eine Frau ist, reicht schon. Der beste Kommentar aus 12 Episoden, haben sie gesagt. Das ist zu viel Qualität für YouTube. Ihr solltet eine eigene Plattform machen. Es muss episch, es muss heroisch. So wie dieses perfekte Stück Obst. Sophia ist richtig heiß, aber Simon war der Beste. Like, con la video è di sesto e vostro è un itto successo.
Das Beste, was man auf diesem Planeten sagen kann. Das Allerbeste. Jetzt von allen. Hammergeil, hammergeil. Sehr schön, sehr schön. Ach, ich muss mich kurz fassen. Kurz gesammelt, okay. Damit sind wir leider schon wieder am Ende einer sehr emotionalen Sendung angelangt. So sieht es aus. Wiederschauen. Reingehauen. Ja, das war's. Ja. Staffel zu Ende. Was ist denn? Wie geht's denn eigentlich weiter jetzt mit Game 2? Keine Ahnung. Wir haben natürlich, brauchen viel mehr Geld, ne? Viel mehr Geld. Effekte sind schon noch ganz schön ausbaufähig, sag ich mal. Ja, der Krogmann will auch mehr Geld jetzt haben, weil er so abgeht. Und er braucht neue Klamotten. Ja, ja, aber da brauchen wir mehr Kohle. Also, sag ich ganz ehrlich. Da ist der Colin ist da schon dran. Der hängt ja auch seinen Job mit dran, ne? Ja. Muss er irgendwie. Colin spricht schon mit Funk, oder was? Ja, ja. Ja, Meister, und da würde ich halt mal sagen, da wäre jetzt doch mal ein bisschen mehr Geld angebracht. Ich meine, Sie kennen ja sicher unsere Klickzahlen. Ich sag nur das 100.000 Abonnenten-Special. Ja, ja gut, jetzt im Vergleich zu heute. Ja, ne, das sehe ich jetzt. Okay, dann, ja, dann, tschüss. Ja, Herz, was? Hallo? Es gibt nicht mehr Geld. Oh Mann. Viel zu wenig. Sind die dumm oder was? Och, meine Güte, ihr habt jetzt alle hier eine Woche frei. Ich beiß doch auch in den sauren Apfel. Da kannst du doch mal den Stapfen aus dem Hintern ziehen und einfach mal ein bisschen was machen. Irgendeinen Job annehmen. Ich will aber nicht Zeitung austragen oder Pizza liefern müssen. Ja, meine Güte, Initiative ist hier jetzt mal einfach ein bisschen gefragt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind doch alle zusammen in einem Boot. Wir arbeiten doch zusammen an dem Ding hier. Wir sind doch wirklich ein Team. Genau, so. Dass man jeden Scheiß einzeln machen muss. Hier einfach mal in die Annonce reingucken. Hier steht, ah, guck mal, direkt Seite 1. Geiler Job im Marketing, gehobene Position. Das ist doch was für dich, du kommst aus der Werbung. Hier, machen, anrufen, ganz ehrlich. Jo, hier vielleicht mal reingucken in den Laden und Flyer mitnehmen. Nee. Danke, danke. Omi, kann ich einen kleinen Taschengeldvorschuss haben? Ich brauche das dringend für die neue Staffel Game 2. Bitte, ist echt, aua! Oh. Ja, hören Sie, der Herr Gebel, der ist halt ein vielbeschäftigter Mann. Aber ich schau mal, vielleicht haben wir Glück. Ich schau mal gerade in den Terminkalender. Vielleicht ist da noch, ja. Liebe Kunden, nochmal die Erinnerung. Im Eingangsbereich steht Schlagerstar Colin Göbel für Autogramme zur Verfügung. Colin Göbel, bekannt aus dem Erfolgsformat wie Tag und Nacht. Sind die Kinder drei, ein guter Eindin, Puppi, Baby! Und das ist jetzt wirklich der offizielle Twilight-Dreh. Diese Grafikkarte hier, die ist wirklich super scharf, ne? Gutes Sampling. Er ist einer unserer Bestseller, kann ich Ihnen nur empfehlen. Nehmen Sie die mal mit, ja? Da sind Sie auf jeden Fall gut mit parat. Ja, ne? Danke. Сэм, ты обещал заплатить. Давай, ради Лизоньки. Ja, das ist der richtige Job für dich. Keiner ist so aufbruchstark und wandelbar wie du. Hör mal, Mädchen, hier für das Herz, was willst du da haben? Ach, ich sag mal 50 Euro. 50 Euro für das Herz? 1 Euro kriegst du dafür? Du, das ist eine Originalrequisite aus der ersten Game 2-Folge. $188, $189, $191, $191 und $24. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Naja, ich könnte halt noch mal als Dildo-Fee auf die Straße... Nein, Miri. Das ist doch Schwachsinn. Olli Welke geht auch nicht für 8,50 Euro Pizza verkaufen. Genau, es reicht. Wir fahren jetzt nach Mainz und hauen da so richtig auf den Tisch. Auf nach Mainz! Ja! Yeah! Yeah! Jetzt sofort, oder was? Ja, abhauen jetzt! G-A-M-E-T, Rio. Die allergeilste Gaming-Show. Lass jetzt alle hier in den Raum. Jetzt aber!
Oh, da, da, da. Wir sind bereit, wir sind nach vorne bücken und dann so. Okay. Schön nach vorne beugen, ja. Sehr gut, ja. Hammer. Vielleicht machst du mal dein Gesicht in so einen Rahmen, weißt du? Ja. Nee. Okay, ein bisschen twerken dabei noch. Twerken, twerk, twerk, der. Oh ja, super geil. Sehr gut, ja, weiter, weiter, weiter. Oh ja, twerk it. Achtung. Ey, was soll das? Und zwar an Sie, Fritz. Was lachst du so scheiße? Yeah! Ich hab dich schon reinfallen sehen, ohne Scheiß. Er hat dir das angetan, mein Schüler. Er war zu stark. Ich hatte keine Chance. Wer hat dir das angetan? Ich war zu schwach. Wer hat dir das angetan? Ich kenne meinen Namen nicht. Wer hat dir das angetan, mein Schüler? Er wollte eine Nachricht senden. An Seemeister. Wer hat dir das angetan, mein Schüler? Es war...